was bisher geschah. Rick, wenn wir Efi irgendwie helfen wollen, dann sollten wir Kantos auch möglichst lebendig erreichen. Jetzt schau dich doch bloß mal an. Ah, ist ja schon gut, okay? Ah, finden wir diesen Bren Jasra. Wen? Na, der Kerl, bei dem Rick damals Efi gekauft hat. Jasra ist vor einigen Wochen verschwunden, da er Schulden bei Bail hat. Wer ist das? Bail betreibt hier einige Etablissements. Irgendjemand muss doch auf Kantos für ein bisschen Abkühlung sorgen. Irgendetwas oder irgendjemand kontrolliert ganz genau, welche Schiffe hier rein und rausfliegen. Omega? Ein Pseudonym. Jasra war in einem geheimen Projekt für Omega beteiligt. Sie hält hier auf Kantos die Fäden in der Hand. Aber niemand weiß so genau, wer sie ist. Ich bin Jessica, aber ihr könnt mich Jessie nennen. Warum hast du uns kontaktiert? Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach meinem Vater. Als Kantos in dieser gewaltigen unterirdischen Höhle gebaut wurde, gab es einen Unfall. Omega erlitt schwerste Verbrennungen. Modell 2 war bereits, wie der Name vermuten lässt, der zweite Versuch, Omegas Bewusstsein in einen synthetischen Körper zu übertragen. Ein Teil von Evas Bewusstsein hatte sich aber als eine Art Kopie auf den Androiden übertragen. Das ist mein Körper. Und dieses Bewusstsein ist nichts als eine unvollständige Kopie von mir. Du wirst dagegen kämpfen müssen. Bren Jasra, dein Versteckspiel endet hier und heute. Wie hat sie uns nur gefunden? Dafür kann ich mich bei dir bedanken, Rick Future. Was? In deinem Slug war ein Mikrosender versteckt. Führt sie ab. Und nun die Fortsetzung. Verzweifelt versuchte sich Efi zu orientieren. Noch nie war sie an einem solchen Ort gewesen. War es ein Traum? Aber wenn sie träumte, dann mit einer Deutlichkeit, die sie zuvor noch nie erlebt hatte. Efi befand sich auf einer leuchtenden Plattform, die mitten im Weltall zu schweben schien. Sie streckte ihre Hand aus und griff in die endlose Weite vor ihr. Durch ihre Bewegung wellte sich die Front aus Sternen und Planeten, so als hätte sie in ein Gefäß voller Flüssigkeit gegriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieser Ort wirkt so, so real. Aber das kann nicht real sein. Sie versuchte, ihren Scanner zu aktivieren, aber es gelang ihr nicht. Doch auch ohne ihn wusste, spürte sie, dass eine merkwürdig vertraute Präsenz näher kam. Und die Bedrohlichkeit, die von ihr ausging, war für sie fast körperlich spürbar. Sie drehte sich langsam um und blickte in das spöttisch lächelnde Gesicht einer blonden Frau. Ach, was schaust du denn so verwundert? Hast du noch immer nicht begriffen, wer ich bin? Doch, doch, ich kenne dich. Ich weiß nur nicht, woher. Ach, dann lass mich deinem Erinnerungsvermögen mal auf die Sprünge helfen, Modell 2. Es ist im Grunde genommen nämlich ganz einfach. Ich bin das Original und du bist die Kopie. Eine Kopie? Ich verstehe nicht. Ach, du verstehst mich nicht? Dann lass es mich so erklären. Dein Körper ist was ganz Besonderes und wurde für mich geschaffen. Ich erinnere mich. Wir waren auf dem Schiff der Drohon. Ich habe versucht, eine Verbindung zum Schiff herzustellen und
Wo sind Rick und die anderen? Es ist völlig unbedeutend, wo sich deine Freunde jetzt aufhalten. Hier können sie dir nicht helfen. Dein Körper befindet sich in meinem Labor auf Kantos und der Transfer meines Bewusstseins in deinen Körper hat bereits begonnen. Dein Bewusstsein? Dann ist das hier tatsächlich ein Traum? So könntest du es sicherlich auch nennen. Für dich würde ich es allerdings eher als Albtraum bezeichnen. Ich verstehe nicht. Mein Bewusstsein ist bereits mit deinem verschmolzen. Versuche dich einfach auf mich zu konzentrieren und deine ausgelöschte Erinnerung wird zurückkehren. Evi schloss die Augen und spürte die fremde Präsenz noch deutlicher. Etwas zog und zerrte an ihren Gedanken und verursachte ihr dabei fast körperliche Schmerzen. Fremde Erinnerungen tauchten auf und überwältigten sie so stark, dass ihre Beine nachgaben und sie in die Knie zwangen. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte sich das All um sie herum in Bewegung gesetzt und begonnen, seine Konturen zu verlieren. So, als würde ein noch feuchtes Gemälde verwischt. Na, kannst du dich jetzt wieder daran erinnern, wer ich bin? Ich spüre, was du mich glauben lassen möchtest. Aber ich bin wesentlich mehr als ein unvollständiges Duplikat. Und ich werde nicht so einfach aufgeben. Das habe ich fast erwartet. Aber ich brauche deinen Körper. Und ich werde dich ohne zu zögern zerstören, um an ihn zu kommen. Es wird sicher auch eine andere Möglichkeit geben. Nein, es gibt keine Alternative. Mit diesen Worten riss Eva die Arme hoch und die Plattform rauschte mit einem gewaltigen Tempo in die endlose Tiefe. Komm schon, bringen wir es jetzt und hier hinter uns. Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Flucht vor uralten und mächtigen Feinden. Mein Leben ist eine endlose Jagd im Sternenlicht. Und mein Name ist Rick Future. Dass du so schweigsam bist, hätte ich auch bei den anderen bleiben können. Ich habe dich ja schließlich nicht gebeten, mitzukommen. Und abgesehen davon sollten wir leise sein, sonst werden wir noch entdeckt. Na und? Wer sollte denn schon hier unten sein? Hier unten treiben sich Sucher herum. Das sind Roboter, die Schächte nach Parasiten absuchen und sie sofort eliminieren. Wir sind doch keine Parasiten. Für die ist jede Lebensform in den Müllschächten ein Parasit. Oh. Mein Vater hat LC-89 allerdings mit einem Störsender ausgestattet, der ihre ohnehin beschränkte KI für kurze Zeit irritieren kann. Aber dennoch wäre das nicht sonderlich gut, da es meistens bedeutet, dass noch mehr von denen hier auftauchen. Ach. Wer kontrolliert diese Sucher denn?
Natürlich Omega. Darum ist es auch umso wichtiger, dass wir vorsichtig sind. Warte mal kurz. Was ist denn? Scan mal eben diesen alten Voxo-Heber LC89. Sehr wohl, my lady. Und? Ist es das, was ich denke? Es enthält inoktianische Energiezellen. Die meisten von ihnen sind sogar noch voll aufgeladen. Oh, wunderbar. Die können wir sicherlich gebrauchen. Seien Sie bitte vorsichtig, my lady. Diese Energiezellen sind hochexplosiv, wenn sie beschädigt werden. Keine Sorge. Ich mache das schließlich nicht zum ersten Mal. Wo hab ich denn meinen Incortex-Schrauber? Ah, so ein Ding haben wir, glaube ich, auch auf unserem Schiff. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Zu was für einer Spezies gehörst du eigentlich? Oh, hat da etwa jemand doch ein gewisses Interesse mehr über mich zu erfahren, hm? Ich bin nur neugierig. Bilde dir nichts darauf ein. Oh, geschafft. Hilf mir mal eben, die Abdeckung zu lösen. Ja, Moment. Oh, super. Das hätten wir geschafft. Ich habe übrigens keine Ahnung. Bitte? Naja, ich wollte wenigstens kurz deine Frage beantworten. Aber du musst doch wissen, zu welchem Volk du gehörst. Weiß ich aber nicht, okay? Ich bin irgendwo von einem Piraten namens Vago gefunden worden und bei ihm aufgewachsen. Mehr weiß ich nicht und mehr hat mich auch nicht interessiert. Und wo ist dieser Vago jetzt? Keine Ahnung. Wir haben uns gestritten und sind vorerst eigene Wege gegangen. Was ist denn los? Sei still. Dort vorne. Ein Sucher. Oh. Hubert, bist du das? Ich glaube schon. Wo sind wir hier, verdammt nochmal? Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, geht mir auch so. Fühlt sich an, als hätte mich ein ganzes Rudel Wargs über den Haufen gerammt. Immerhin scheint bei ihr noch ein Nutzen in uns zu sehen. Ansonsten nehmen wir jetzt sicherlich zwei hübsche Eissäulen in ihrem Schuppen. Was machst du denn? Ich mach mal etwas Licht. Ah, hey, du musst das Ding ja nicht gerade direkt auf mich richten. Stimmt. Du hast wirklich schon mal besser ausgesehen. Ja, sehr witzig. Scheint eine Art Lagerhalle zu sein. Dreh dich mal doch drüber. Das sind Container. Ich bin sicher, wir befinden uns noch immer auf Kantos. Hast du gesehen, was mit Bran Jassa geschehen ist? Nein, er stand ja direkt hinter uns. Vielleicht konnte er ja entkommen. Hoffen wir es mal für ihn. Lass uns mal sehen, was in den Containern ist. Na, da wird schon nichts besonders Wertvolles drin sein. Oder glaubst du, Bail würde uns ausgerechnet in ihrer Schatzkammer einsperren? Ja, verdammt, unsere Leser haben sie natürlich auch einkassiert. Ach, jetzt hör mal auf, herumzunörgeln und hilf mir da hochzukommen. Toll, auch das noch. Na komm, heb mich mal hoch. Ja, schön, Moment. Okay, ich bin oben. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Verdammt, ist das Ding zugeklemmt. Vielleicht hättest du diesen Teil besser mir überlassen sollen. Wer hat denn hier am lautesten gejammert, dass ihm alle Knochen wehtun? Mist. Hast du was gesagt? Nein, aber du könntest mir sagen, was du siehst. Ist da was Brauchbares? Nein, das sind nur ein Haufen Fässer. Warte mal. Verdammt, Hubert, lass das! Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, aber... Wo kommt denn diese Stimme? Was für eine Stimme? Ich weiß auch nicht. Hallo? Kannst du nur sehen, was in den Fässern ist oder nicht? Ja, Moment. Das war klar. Alkohol. Fässer voll hochprozentigem Slag.
Oh, doppelt gebrannt. Ach, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn in den Containern ein paar brauchbare Waffen gewesen wären. Für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Verdammt, ist das hell. Kommst du freiwillig dort runter oder sollen dir meine Jungs behilflich sein? Vielen Dank, das schaffe ich schon alleine. Wäre nett, wenn du deine Roboter zurückpfeifen könntest, ja? Nein! Was soll das ganze Theater hier eigentlich? Du musst mir mal das genaue Rezept für deinen Spezialdrink geben, Bail. Die Wirkung hat mich echt umgehauen. Ach, komm! Glaubst du wirklich, ich hätte auch nur eine Sekunde geglaubt, ihr wolltet mich tatsächlich zu Jazra führen? Wo steckt er denn eigentlich? Oh, sag bloß, er ist dir entkommen. Ich weiß jetzt, wo ich ihn finden werde. Und all das nur wegen ein paar Spielschulden. Oh, er hat es dir nicht gesagt, oder? Oh. Ich verdiene ein kleines Vermögen, wenn ich ihn an den Meistbietenden ausliefere. Und das Kopfgeld, das auf uns ausgesetzt wurde, ist dir dann sicherlich auch nicht so gleichgültig, wie du behauptet hast. Wenn ich euren Androiden bekommen habe und Omega ausschalte, ist so etwas wie euer Kopfgeld höchstens ein netter Bonus, Gorgone. Bald gehört mir ganz Kantos! Na, darauf kannst du ja dann wirklich stolz sein. Du hast offensichtlich keine Vorstellung davon, wie viel Macht und Einfluss ich dann besitze. Wer Kantos regiert, hat alle Fäden in der Hand. Oh, Glückwunsch. Genug geplaudert, Terrana. Es ist Zeit, dass ihr an einen besseren Ort kommt. Versucht es doch. Ihr werdet schon sehen, dass... Rick beobachtete, wie unvermittelt alles um ihn herum erstarrte. Vollkommen unbeweglich deuteten Bails Handlanger mit ihren Waffen auf ihn. Ungläubig bewegte er sich einen Schritt auf Hubert zu, der den Mund noch geöffnet hatte, um seinen Satz zu beenden. Hubert? In der plötzlichen Stille hörte Rick seinen eigenen Herzschlag hämmern. Sein Atem erschien ihm unnatürlich laut. Rick! Uns bleibt leider nicht viel Zeit. Was? Rick schüttelte den Kopf. Die Gestalt, die aus dem Nichts vor ihm aufgeflackert war, war ein fester Bestandteil seiner Erinnerungen. Er hatte dieses Gesicht erst vor wenigen Wochen auf Liberty gesehen. Ich hatte dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen. Dad! Jetzt machen? Ich dachte, dein kleiner Roboter kann sie mit einem Störsignal ablenken. Ja, aber wir müssen erst sehen, ob es sich dabei um eine ganze Gruppe oder nur um einen einzelnen Sucher handelt. Dann reicht das Störsignal nicht aus. Zur Not sind wir ja nicht völlig unbewaffnet. Du hast wirklich keine Ahnung, mit was wir es hier zu tun haben. Warte! Ich glaube, das Ding kommt aus dem Schacht geflattert. Bleib in Deckung, verdammt! Der Sucher schwebte nahezu lautlos durch den Schacht. Auf der Oberseite seines libellenartigen Körpers erkannte Galen zwei Lasermündungen. Der Kopf bestand aus einem einzigen mechanischen Auge, welches unentwegt rollte und die Gegend absuchte. Los, Elsie, starte das Störsignal. Sehr wohl, my lady. Oh mein Gott, das ist Vater. Kopf runter! Verdammt! Der Sucher wird ihn sofort finden. Oh, glaubst du, das wüsste ich nicht selbst? Bitte gehen Sie in Deckung, my lady. Das war knapp. Gute Arbeit, Blechbüchse. Vielen Dank, Sir. Ihr Schuss war aber auch ganz vortrefflich. Oh, wie ausgesprochen freundlich von dir. Vater, was machst du denn hier? Bin ich froh, dass ich euch gefunden habe. Ist alles in Ordnung? Oh Gott, du bist ja verletzt. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Nur ein Streifschuss am Bein. Was ist denn passiert? Bail. Oh nein. Sie hat unser Versteck gefunden. Wie ist ihr das gelungen? Ja. Und wo verdammt nochmal sind die anderen? Sie hat deinen Freund ausgetrickst und durch irgendeinen Mikrochip eure Spur verfolgt. Ich hätte sowas befürchten müssen. Ich konnte einen ihrer Männer überwältigen und durch einen Seitenschacht entkommen. Oh, verdammt, wir müssen Rick und Hubert helfen.
Wie sollen wir das denn anstellen? Wo kann sie hingebracht haben? Wir haben keine Chance gegen Baels Leute und können ja wohl schlecht das Frozen Chicks stürmen. Trotzdem, ich fühle mich verantwortlich für diese ganze Sache. Und ich bin es leid, davon zu laufen. Aber Vater... Mein Entschluss steht fest. Am besten versuchen wir schnell zu Eric zu gelangen und versorgen deine Wunde. Abgesehen davon kann ich dann gleich nach Evie schauen. Falls sie sich nicht bereits bei Eva befindet. Wovon sprichst du? Warte, ich stütze dich. Ich danke dir. Eva? Ich erkläre es dir auf dem Weg. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dad! Rick, es tut mir leid. Aber das... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich dürfte eigentlich nicht hier sein. Und mir bleibt nur wenig Zeit. Das ist doch ein Trick. Ein Holo oder irgend so ein telepathisches... Rick, sieh mich an. Ich bin es. Dad. Ja. Ich meine, du... Wie... Warum? Verdammt, all die Jahre. Ich hab gedacht, du wärst tot. Ich weiß. Und das tut mir leid. Warum hast du mich damals nicht mitgenommen? Weil ich nicht wusste, ob wir beide überleben würden. Das konnte ich nicht riskieren. Ach so. Stattdessen hast du mich einfach so zurückgelassen. Ach, nichts davon war einfach so. Du hast keine Ahnung, wie es war, dich wegschicken zu müssen. Meine einzige Familie. Warum, Dad? Was zum Teufel ist damals passiert? Wo hast du all die Jahre gesteckt, verdammt nochmal? Und was hast du mit den Xoliden zu schaffen? Ich fürchte, dafür ist meine Zeit zu knapp. Sag es mir, verdammt! Rick, während wir hier sprechen, tobt jenseits der Zeit ein Kampf, den du dir nicht einmal ansatzweise vorstellen kannst. Ein transtemporaler Krieg der Xoliden gegen eine Spezies, die sich die Askarda nennt. Was? Es geht um die Vorherrschaft der Zeitlinien. Ein Kampf um das Schicksal des gesamten Universums. Und wie es aussieht, verlieren wir ihn. Ja, aber... Das ist der Grund, warum mir nicht viel Zeit bleibt. Ich werde an der Front gebraucht. Ist das Projekt Future? Bist du deswegen auf der Erde geblieben? Projekt Future? Dieser Datenblock, den du mir gegeben hast. Dillet hat ihn an sich genommen. Und er hat die Instruktionen, die da drauf gespeichert waren, nicht befolgt. Wahrscheinlich kam es ihm zu unglaublich vor. Vielleicht... Wenn er mich besser gekannt hätte. Was ist Projekt Future, Dad? Und welche Rolle spiele ich dabei? Die größte überhaupt. Aber diese Zeitlinie ist für uns verloren. Es spielt keine Rolle mehr. Für mich schon. Wer bin ich, Dad? Was bin ich? Nur eine Spielfigur in eurem überdimensionalen Krieg? Transtemporal. Warum bist du nicht früher aufgetaucht? Weil es mir nicht gestattet wurde. Das Geflecht der Zeit... Es ist so irrsinnig kompliziert, Rick. Und indem ich jetzt hier bin, riskiere ich viel. Wenn die Askarda dieses Zeitfeld aufspüren, gerät alles, wofür wir gekämpft haben, in Gefahr. Aber diese Sache auf Liberty... Das war niemals geplant. Liberty war ein Stützpunkt der Xoliden, den sie aufgeben mussten, als der Krieg begann. Als sie bemerkten, dass jemand das Zeitfeld dort manipuliert hatte, sind sie der Sache nachgegangen, um zu verhindern, dass ihre Technologie in die falschen Hände gerät. Ich erfuhr nur durch einen Zufall, dass du auch dort warst. Und dass sie die Vernichtung des Stützpunktes und des Zeitfeldes bereits eingeleitet hatten. Ich konnte dich retten. Das heißt, ich dachte, ich hätte dich gerettet, aber es hat eine neue Zeitlinie geschaffen. Eine Zeitlinie... in der du sterben wirst. Was? Aber das... Ich weiß nicht, ob mein Eingreifen jetzt dies verhindern wird. Ich weiß nur, dass ich dir danach nicht mehr beistehen kann. Es tut mir leid. Das heißt also... Du verschwindest einfach wieder. Rick... Wo warst du? Als ich auf dem Mars die Hölle durchgemacht habe. Als ich dich gebraucht habe. Rick, es... Tut dir leid, ja, ich weiß. Ich kann nicht länger bleiben. Dann geh. Hau ab.
Ich komme bestens ohne dich klar. Nimm den Roboter an die Laser. Schnell, bevor das Feld zusammenbricht. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt... Leb wohl, mein Sohn. Vater, nein! Ein paar ordentliche Schläge einstecken werde. Was? Wieso? Wie? Woher hast du plötzlich die Waffen? Volltreffer! Verdammt. Die Birne erledigt! Wie hast du das angestellt? Das ist mein kleines Geheimnis. Und jetzt nimm die Flossen hoch. Also, eben hast du noch dort gestanden. Hubert! Ja. Wir verschwinden von hier. Was? Und du lässt uns jetzt den Weg hier raus zeigen. Oder was? Oder ich bewege meinen Zeigefinger um diesen Abzug. Das wagst du nicht. Du kannst es ja darauf ankommen lassen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Zurück zu Eric. Ich hoffe, Galen und Jessica sind auch da. Na, vielleicht suchen die auch nach Jazra. Ja, ohne Bran kommen wir nicht in Omegas Zentrale. Ihr wollt in die Zentrale? Ihr müsst wirklich verrückt sein. Wir müssen die Waffensysteme dieses Schiffes deaktivieren, um zu entkommen. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Möglichkeit, ins Geschäft zu kommen. Vergiss es. Du hältst jetzt besser die Klappe. Und jetzt los, raus hier. Ein Zimmer. Ein Mann in einem Bett und eine Frau in einen Bademantel gehüllt an einer breiten Fensterfront. Sie blickte auf den brodelnden Lavasee weiter unten. Wer? Efi wollte zunächst etwas sagen, aber ihr wurde schnell klar, dass die beiden sie nicht bemerkten, obwohl sie in der Mitte des Raumes stand. Du machst dir viel zu viel Sorgen, Eva. Wir machen so gut Fortschritte und werden aus diesem Schiff etwas ganz Besonderes machen. Wir werden hier sehr glücklich zusammen sein. Glaub mir. Aber wir werden uns den Rest unseres Lebens verstecken müssen. Sieh es doch nicht als ein Versteck. Sieh es als Zufluchtsort. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte das alles ungeschehen machen. Denk an all die Pläne, die du mit Kantos hast. Ich muss immer wieder daran denken, was Nolan zu mir gesagt hat. Er hat dich nie verstanden, Eva. Er war immer mein... Du solltest dich davon nicht so beeinflussen lassen. Du verstehst das nicht. Komm zurück ins Bett, Liebes. Ich mag jetzt nicht. Bitte geh. Aber ich möchte doch nur... Bitte geh, Jack. Und sag Ted, dass er morgen bitte die Software für die Sicherheitsdroiden checken soll. Also gut. Okay. Du solltest wissen, dass ich immer für dich da bin, wenn du darüber reden möchtest. Ich wünschte mir, du könntest mir irgendwann so weit vertrauen. Ich vertraue niemandem. Gute Nacht. Aber Eva, ich möchte doch nur, dass du Gute weißt... Gute Nacht. Bis morgen. Was machst du hier? Was zum Teufel hast du in meiner Erinnerung zu suchen? Ich weiß es nicht. Ich war plötzlich hier und hörte das Gespräch zwischen dir und diesem Mann. Das ist alles falsch. So war das nicht geplant. Verschwinde von hier. Das ist mein Leben, hörst du? Mein Leben. Und ich will es zurück mit dem Körper, den du mir gestohlen hast. Ich habe dir gar nichts gestohlen. Warum verstehst du das denn nicht? Dieser Nolan, du bist bei ihm aufgewachsen, nicht wahr? Das geht dich nichts an. Natürlich. Ich erinnere mich. Ich weiß, was er dir gesagt hat. Hör auf damit! Er hat dir gesagt, dass er dich verachtet für das, was aus dir geworden ist. Ich verachte dich dafür, was aus dir geworden ist. Du hast ihn angefleht, dir zu verzeihen, aber er konnte es nicht. Nicht einmal in seinen letzten Stunden. Du hast kein Recht, diese Erinnerung zu sehen. Ich spüre den gleichen Schmerz wie du. Nein, das kannst du gar nicht. Du bist nicht wie ich. Das stimmt. Du bist nicht wie ich. Ich habe meine eigenen Erinnerungen. Aber
Aber vielleicht müssen wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, um zu entscheiden, wer von uns ein Recht hat, weiterzuleben. Du hast jedenfalls kein Recht, darüber zu entscheiden. Und du ebenso wenig. Oh doch, denn das, was du bist, ist ein Teil von mir. Deine ganze Existenz ist nicht mehr als ein bedauerlicher Unfall. Und dein Leben ist eigentlich beendet gewesen, als du in den Lavastrom gestürzt bist. Verdammt, das ist gar nicht gut. Der Energieverbrauch des Transfers steigt immer mehr. Wenn das nicht bald aufhört, wird Kantos völlig instabil. Warte, ich leite die Energie aus den fluktualen Emulationsmodulen in den Hauptkern um. Das verschafft uns zumindest einen kleinen Aufschub. Ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Die Anzeigen spielen völlig verrückt. Das ist das Bewusstsein des Androiden. Es scheint sich stärker zu wehren, als wir befürchtet haben. Aber wenn wir den Transfer abbrechen, werden das die beiden nicht überleben. Auf gar keinen Fall! Wir haben viel zu lange für diesen Moment gekämpft. Halt durch, Eva. Halt verdammt nochmal durch. Wenn wir den Vorgang nicht aufhalten, riskieren wir den Untergang des ganzen Schiffes und damit tausende Leben. Das sagt Pete. Er soll gefälligst die Klappe halten. Wir werden hier überhaupt nichts abbrechen. Wie du meinst, Jerk. Nein, er meint es bestimmt nicht böse. Ted, ich sag es nicht noch einmal! Dort vorne ist schon unser Schiff. Wir haben es gleich geschafft, Vater. Was ist das denn? Was ist? Oh, so ein verdammter Mist! Die Eingangsluke ist offen. Sie haben Efi mitgenommen. Rick? Wo kommst du denn plötzlich her? Wir sind auch gerade erst angekommen. Ich vermute Omega, oder besser gesagt, Eva hat unsere Abwesenheit ausgenutzt, um an Efi ranzukommen. Das ist gar nicht gut. Aber es bestätigt meine Vermutung, dass Eva die Zeit davonläuft. Ihre Form der Bewusstseinserhaltung verbraucht eine Menge Energie. Und wenn dieser Verbrauch eine gewisse Grenze überschritten hat, wird Kantos instabil. Und ich brauche euch ja sicher nicht zu sagen, was das bedeuten würde. Wir würden ein langes, heißes Bad nehmen? Ganz genau. Und mit uns ohne Zweifel tausende Leute auf diesem Schiff. Auch wenn es um einige sicherlich weniger schade wäre. Bitte, können wir jetzt erstmal hinein und seine Wunden versorgen? Natürlich, kommt. Fehlt sonst eigentlich noch was? Nein, sie wollten nur Efi. Hubert ist auf der Brücke. Er kümmert sich um einen Besucher, den wir mit an Bord nehmen mussten. Hä? Ein Besucher? Na, da seid ihr ja endlich. Oh weh. Der blaue Blitz. So sieht man sich wieder. Bail. Keine Sorge. Wenn sie eine falsche Bewegung macht, bekommt sie meine Laserwaffe zu spüren. Seid ihr verrückt, sie hier auf euer Schiff zu bringen? Warum habt ihr sie nicht sofort erledigt? Dann wären wir alle sorgenlos. Wir sind keine Mörder, Jessica. Dann lass mich das machen. Genug jetzt! Aber wir haben uns lange genug vor ihr und ihren Leuten versteckt. Wenn es uns gelingt, von Kantos zu verschwinden, dann hat dieses Versteckspiel endlich ein Ende. Das ist mir viel mehr wert als simple Rache. Also, wie holen wir Pippi jetzt da raus? Okay, Galen, du bringst Jessica und Bran in mein Quartier und versorgst seine Verletzung. Ja. Hubert und ich bringen Bael in den Lagerraum. Und dann besprechen wir alles Weitere. Also los, beeilen wir uns. Eva wusste sofort, wo sie sich befand, auf der Eric. Alles hier war ihr seltsam vertraut. Sie blickte zu der Pritsche, auf der sie Efi liegen sah. Rick und Hubert hatten sich über sie gebeugt und musterten sie kritisch. Ich finde, du hättest das Geld wirklich sinnvoller investieren können. Was sollen wir denn mit so einer Blechpuppe? Also echt, wie eine Blechpuppe sieht sie ja nun wirklich nicht aus. Ich habe selten so einen hübschen Androiden gesehen. Und dazu noch zu so einem günstigen Preis. Das Ding wird bestimmt nicht viel taugen. Jetzt reiß dich mal zusammen, ich habe sie schon aktiviert. Was soll sie denn von dir denken? Sie kann ruhig wissen, wie ich über sie denke. Wir haben keinen Bedarf an so einer Puppe. Wen nennst du hier eine Puppe?
Siehst du, ich habe ja gesagt, dass dir das nicht gefallen wird. Dich, Püppi. Entschuldigung, aber meine korrekte Bezeichnung ist Eva 2. Oh. Und Püppi dürfte daher kaum eine sinnvolle Alternative sein. Ich finde schon. So, so. Mal überlegen. Was hältst du von Galatea? Nee, warte. Wir sollten dich einfach Efi nennen. Das klingt nicht so gestelzt. Was meinst du? Efi. Ja, das könnte mir gefallen. Für mich bleibt sie jedenfalls Püppi. Wasser. Von einem Vulvonen hätte ich auch nichts anderes erwarten können. Sei schön vorsichtig, was du sagst. Sonst puste ich dich gleich wieder ins All. Versuch es ruhig. Dann bekommst du es mit meinem integrierten Augenlaser zu tun. Was für ein Ding? Ausgesprochen praktisch. Moment. Hör mal, Efi, kannst du etwas über dich erzählen? Wo kommst du her und wer hat dich erschaffen? Ich weiß es nicht. Ich verfüge über ein umfangreiches Wissen betreffend aller bekannter Galaxien und der darin lebenden Spezies. Aber was mich betrifft, habe ich keine Erinnerung. Okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich bin Rick und das hier ist mein Freund Hubert. Wir arbeiten unter anderem als Freelancer für den Intergalaktischen Sicherheitsdienst. Ich glaube, du wirst uns dabei eine große Hilfe. Ich weiß zwar nicht, ob ich euren Erwartungen gerecht werden kann, aber ich bin ohne Zweifel sicherlich eine Bereicherung für euer Team. So, meinst du? Hubert. Ich werde ja wohl noch meine berechtigten Zweifel anmerken dürfen, oder wie? Also gut. Efi. Willkommen an Bord der Eric. Das Bild vor Evas Augen verwischte und bildete sich kurz danach wieder neu. Sie erblickte Efi, die ein seltsames Medaillon in ihrer Hand nachdenklich betrachtete. Sie befand sich auf der Bordtoilette der Eric und hielt es direkt über die Kloschüssel. Mit versteinerter Miene sah sie das Medaillon verächtlich und voller Zorn an. Püppi, was machst du denn auf der Toilette? Na was wohl? Du weißt doch genau, dass ich die Dinger nicht von alleine reinigen. Ich muss aber mal. Ich bin hier gleich fertig. Na gut, aber beeil dich bitte. Je länger du mich davon abhältst, umso länger musst du warten. Ich werde nie mit dir konkurrieren können. Was denke ich mir eigentlich dabei? Eva bemerkte die Tränen auf ihrem Gesicht. Sie hatte die Einsamkeit und Traurigkeit Efis gespürt. Echte Gefühle. Echter Schmerz. Du bist gefangen in dem, was du bist. Als sie sich erneut umsah, war sie wieder an dem Ort, an dem alles angefangen hatte. Der schwebenden Plattform in einem Ozean aus Sternen. Du liebst ihn? Ich wünschte, es wäre nicht so. Wieso? Und er will es auch gar nicht bemerken. Obwohl ich deinen Körper habe, bin ich doch kein Mensch. Wieso kannst du das? Wenn du glaubst, du könntest deine Menschlichkeit zurückerlangen, dann hat dir vielleicht der Blick in meine Erinnerung gezeigt, dass dem nicht so ist. Ohne mich hätte es dich nie gegeben. Ich kann aber nicht ändern, was passiert ist. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich habe noch so viele Pläne, so viele Dinge, die ich ändern möchte. Die habe ich auch. Ich will leben. Ich will bei Rick bleiben. Egal, ob er jemals begreift, was er mir bedeutet oder nicht. Ich gehöre zu ihm. Und zu Hubert. Dann stellt sich jetzt wohl die Frage, wer von uns beiden bereit ist, sich für den anderen zu opfern. Auf keinen Fall. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein, Rick. Dann mache ich nicht mit. Warum sollen Jesse und ich hier Wachhunde für Bai spielen, während ihr euch in Gefahr begebt, ha? Also bis wir Efi wieder bei uns haben, muss jemand hier bleiben und auf Bai aufpassen. Und wenn ihre Leute spitz kriegen, dass wir sie haben, möchte ich, dass ihr wenigstens zu zweit seid.
Galen, dir vertraue ich die Eric an. Rick. Und Jessica, du kennst dich in Kantos aus. Aber ich möchte nicht, dass... Jessie, bitte. Wenn alles klappt, werden wir uns nicht mehr auf diesem Schiff verstecken müssen, aber sondern können irgendwo anders ganz von vorne anfangen. Das verspreche ich dir. Ich kann doch ebenso gut wie du mit ihnen gehen. Es tut mir leid, aber das kannst du nicht. Dein Vater ist der Einzige, der uns bei Efi helfen kann, wenn wir erstmal in der Zentrale sind. Und wie genau wollt ihr dann vorgehen? Könnt ihr die Daten, die ich euch gegeben habe, auf euren Hauptschirm legen? Ja, sicher. Einen Moment. Okay. Da müssen wir hin, richtig? Die Sensoren, die diesen Bereich überwachen, reagieren auf Körperwärme. Darum werden wir direkt hier einen Störsender anbringen, der genau diese Funktion der Überwachungssysteme deaktiviert. Hoffen wir mal, dass dieses zusammengeflickte Teil auch funktioniert. Das wird es ganz sicher. Allerdings bleibt uns nicht sehr viel Zeit, um durch die Schächte bis zu dieser Stelle hier zu kriechen. Was ist das? Von dort kommt man direkt in die Gänge innerhalb der Zentrale, die in das Labor führen. Das ist der einzige Ort, an dem der Transfer durchgeführt werden kann. Wir holen Efi raus und verschwinden. Ah, super. Klingt ja wie ein Kinderspiel. Dort halten sich die Wachdroiden in der Regel nicht auf. Sie bewachen diesen und diesen Bereich nahe der regulären Zugänge. Und im Labor hätte ich dann Zugriff auf die komplette Energieversorgung des Schiffes und könnte sie dann ohne Probleme deaktivieren. Wenn ihr überhaupt so weit kommt. Das werden wir. Ehrlich gesagt, es ist gut möglich, dass wir schon zu spät sind. Eventuell haben wir etwas Zeit durch die Beschädigung des Androiden gewonnen, aber wenn der Transfer bereits im Gange oder abgeschlossen ist... Wir holen Pippi da auf jeden Fall raus. Ja, los geht's. Wir treffen uns gleich vorm Schiff. Ich muss eben noch etwas mit Galen besprechen. So. Komm, LC-89. Jawohl, my lady. Oh, immer diese Geheimnisse. Hör mal, falls ich nicht wiederkomme, möchte ich, dass du dich um die anderen und um die Eric kümmerst, ja? Was soll das denn jetzt? Dieses dramatische, ich komme vielleicht nicht mehr zurück. Bitte, Galen, es ist mir wichtig, dass ich mich darauf verlassen kann. Na schön, wenn du drauf bestehst. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ah, jetzt hau schon ab. Und bring uns Efi zurück. Verflucht, warum dauert das denn so lange? Wir sollten den Vorgang umgehend abbrechen. Ansonsten bricht die Energieversorgung komplett zusammen. Wir können den Transfer doch nicht einfach abbrechen. Die Schilde können jederzeit zusammenbrechen und sind bereits jetzt nicht mehr stabil. Wenn das so weitergeht, dauert es nicht lange, bis die Temperaturen auf dem Schiff unerträglich werden. Willst du Eva etwa umbringen? Sag bitte nicht so böse Sachen zu mir. Nach allem, was du für uns getan hast. Ich will Eva nicht wehtun. Dann sei still. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können wir die Energie wieder auf die Hauptgeneratoren umleiten und die Schilde stabilisieren. Das muss reichen. Aber wir können nicht absehen, wie groß die Schäden sind. Eventuell sind wir dann dazu nicht mehr in der Lage. Dann hoffen wir, dass der Transfer bald abgeschlossen ist. Rick, Hubert und Bran Jasra waren erfolgreich in die unteren Schächte gelangt und bewegten sich kriechend durch die Finsternis. Die onyxianische Leuchte in Ricks Anzug spendete ihnen gerade ausreichend Licht, um nicht die Orientierung zu verlieren oder sich an den metallischen Ecken und Kanten des schmalen Schachtes zu verletzen. Ich glaube, wir sind gleich da. Puh, bilde ich mir das ein oder wird es immer heißer hier unten? Ich habe es auch schon bemerkt. Ich vermute, die Schutzschilde werden schwächer. Das ist wirklich kein gutes Zeichen. Genau das, was wir jetzt brauchen. Sonst alles in Ordnung bei euch? Alles wunderbar, Rick. Ich könnte mich den ganzen Tag sofort bewegen. Oh, dämliche Frage. Du weißt doch genau, wie ich es hasse, zu schwitzen. Noch ungefähr 10 Meter, dann müsste es eine Abzweigung nach oben geben, die direkt unter die Zentrale führt. Ich bin froh, wenn wir hier raus sind. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Ich kann nur vermuten, was das zu bedeuten hat. Vielleicht gibt es Probleme beim Transfer und diese beeinflussen die Energieversorgung von Kantos.
Und dafür würden auch die ansteigenden Temperaturen sprechen. Elvis und Christus, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Jörg, wir müssen den Vorgang jetzt abbrechen. Nein, ansonsten nein, werden wir alle sterben. Das können wir nicht. Der Vorgang ist abgeschlossen? Der Vorgang ist abgeschlossen. Leite die Energie sofort wieder um. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. In Ordnung. Ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät dafür. Das brauchst du mir nicht sagen, Pi. Natürlich fange ich bei den Schildmodifikatoren an. Wieso wird sie nicht wach? Keine Bewegung. Was zum Teufel? Sofort die Hände hoch. Verlassen Sie sofort das Labor. Hast du was mit den Ohren? Bitte, ich muss die Schildenergie stabilisieren und die Energieverteilung neu justieren. Lass mich mal eben sehen. Ren? Das könnte eine Falle sein. Dass Sie es überhaupt wagen, nochmal hier aufzutauchen. Hubert, behalte die beiden im Auge. Hören Sie auf damit. Ich kümmere mich um Efi. Lassen Sie sie in Ruhe. Halt die Klappe. Der Transfer ist abgeschlossen und das Bewusstsein des Androiden ist bereits zerstört. Das solltest du dir besser nicht wünschen, Freundchen. Efi. Nein. Geh weg von ihr! Maul halten! Du hast kein Recht dazu! Ich hab kein... Wir haben es geschafft. Die Schilde sind stabilisiert. Efi. Rick? Bist du es wirklich? Ja. Ich bin es. Nein! Das darf nicht sein. Wie konnte das geschehen? Nicht fallen. Was hast du getan? Sie hat sich dazu entschlossen, sich zu opfern. Und dennoch lebt ein Teil von ihr in mir weiter. All ihre Erinnerungen und Gefühle. Lass mich bitte zu ihm, Rick. Bist du sicher, dass du nicht... Ja, es geht schon. Meine Eva! Meine Eva! Geh besser weg von ihm, Püppi! Es ist schon in Ordnung, Hubert. Und nenn mich nicht immer Püppi! Gott sei Dank! Sie ist tatsächlich ganz die Alte! Lass mich! Jörg! Verschwinde! Und lass mich in Ruhe! Schau mich an! Ein Teil von mir fühlt die gleiche Liebe zu dir, die sie empfunden hat. Und ich weiß, dass sie sich wünscht, dass du das tust, zu dem sie nie den Mut und nie die Möglichkeit hatte. Und was soll das sein? Hä? Von vorne anzufangen. Das kann ich nicht. Ohne Eva. Ein Teil von mir wird sich für den Rest meiner Existenz schuldig für deine Trauer fühlen. Und der andere Teil wird sich für immer in Liebe an dich erinnern. Das ist der Teil, den du mir genommen hast. Wir haben gewusst, dass es keine Garantie gibt, dass der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden kann, Jörg. Eva wusste das ebenso. Aber wir hatten so viele Pläne. Es tut mir sehr leid, Jörg. Und so viel Hoffnung. Es war ihr freier Wille, diesen Kampf aufzugeben. Das musst du mir glauben. Ich weiß nicht, was ich dir glauben soll. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ihr könnt mit uns kommen und wir bringen euch, wohin immer ihr wollt. Wir können das Schiff doch nicht einfach sich selbst überlassen. Es gibt genug Gestalten auf diesem Schwarzmarktschiff, die sich ganz bestimmt liebend gerne darum kümmern würden. Kommt mit uns. Ich weiß nicht. Alles scheint mir jetzt so bedeutungslos. Pi meint, dass wir ja auch noch für dich da sind. So meint er das? Wäre schön zu wissen, was mein kleiner Bruder dazu meint. Ted. Ted meint das auch.
Bren und Jessica sind vor 2 Tagen nach Krykontor aufgebrochen, um bei der Besiedlung des Zwergplaneten zu helfen. Ein neues Leben zu beginnen. Bail haben wir wieder abgesetzt und auf ihrem geliebten Kantos zurückgelassen. Ja, in gewisser Weise hat sie genau das erreicht, was sie wollte. Und ich habe so das Gefühl, dass wir früher oder später nochmal was von ihr hören werden. Jerk und Ted haben Kantos gleichzeitig mit uns verlassen, mit einem anderen Schiff. Welche Pläne sie jetzt haben, weiß ich nicht, aber Ted hat Efi versprochen, sich bald wieder bei uns zu melden. Wir setzen unsere Suche nach Cassandra und Solid fort. Aber bis jetzt fehlt uns jeder Anhaltspunkt. Wenn Sie irgendetwas für uns haben, Huggins, irgendeine Spur, und sei sie noch so klein, melden Sie sich bei uns. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Rick, Future over and out. Computer, verschlüsseln und senden. Also eigentlich ist es doch ein wenig so, als wäre nie etwas gewesen, oder? Ich weiß nicht, Garlin. Ich finde, dieses Abenteuer hat doch vieles verändert. Naja, für dich auf jeden Fall. Ich meine, du weißt ja jetzt, wer du bist und woher du kommst. Das ist doch was. Der Preis dafür war ziemlich hoch. Aber das hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Aha. Zumindest, wenn es stimmt, was mein Vater erzählt hat. Bist du wirklich ganz sicher, dass dieser Mann dein Vater ist? Ich habe dieses Gesicht nie vergessen. Es war mein Dad. Sorry, Rick, aber sehr väterlich finde ich sein Verhalten nicht gerade. Wir müssen auf jeden Fall mehr über die Xoliden erfahren. Ich will endlich wissen, was das alles zu bedeuten hat. Ja, vielleicht verstehen wir auch einfach nicht genug davon. Wer weiß das schon? Mit der Zeit sollte man nicht herumspielen. Das ist einfach nicht richtig. Wenn es stimmt, was dein Vater gesagt hat, dann hat er ja auch nur eingegriffen, weil eure Begegnung auf Liberty so nicht geplant war. Gerade bezüglich dieser Bestimmung, die in deiner Zukunft liegen soll. Was grinst du mich denn so an? Nichts. Ich genieße nur gerade deine Ausführungen. Hast du die etwa auch vermisst? Also ich schon. Ja, und ich auch. Ja, und ich erst. Sehr sogar. Na dann. Sag mal, Ja? Was sind das denn für Koordinaten, die du in den Bordcomputer eingegeben hast? Die Koordinaten führen uns zu einem Planeten, auf dem sich das Material befinden könnte, aus dem ich geschaffen wurde. Ach, tatsächlich? Ich würde sehr gerne mehr darüber erfahren. Ja, das glaube ich. Du hättest doch Jerk darüber ausfragen können. Jerk hat das Material für ein Vermögen über einen Händler auf Kantos bekommen. Noch am gleichen Tag fand man seinen Leichnam. Dieser Händler hat es angeblich von dort erhalten. Hä? Von wem weißt du das? Natürlich von Eva. Ich weiß alles, was sie wusste. Aber Efi, warte mal. Wenn ich das richtig sehe, dann... Ja, dann ist dieser Planet Olludan. Er hat das Material von den Olludanern gestohlen? Das müssen wir wohl selbst herausfinden. Aber Efi, wir haben das alles doch gerade erst überstanden und... noch ein paar andere Probleme, die wir erst lösen müssen. Es ist wirklich wichtig für mich, Rick. Ich muss das einfach wissen. Ja, klar, aber... Die Olludaner gestatten doch nicht mal einen Besuch ihres Planeten. Ich sehe ehrlich gesagt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Ich auch nicht, Efi. Naja, ich war schon mal dort. Was? Im Ernst? Dennoch bin ich dagegen. Und ich will auch nicht weiter darüber reden. Efi, ich weiß nichts. Wir wollten doch eigentlich... Ihr werdet mich nicht davon abbringen können. Und wenn ich alleine dorthin muss... Jetzt fang nicht mit so einem Blödsinn an. Jetzt, wo wir dich gerade wieder bei uns haben und... Wenn es dir wichtig ist, dann kommen wir natürlich mit dir. Jetzt hör auf, mich so anzugrinsen, Garlin. Was hast du denn bitte auf Olludan getrieben? Alles klar mit dir? Das geht dich gar nichts an. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Efi. Ich weiß nicht, wie lange ich meinen Freunden etwas vorspielen kann. Und es wäre besser gewesen, du hättest Jerk die Wahrheit gesagt. Es ist besser so für ihn. Und deine Freunde werden alles erfahren, wenn unser Plan funktioniert hat. Ich halte mich wie versprochen zurück und werde deinen Willen nicht beeinflussen. Du weißt, dass wir diesen Zustand nicht lange überleben können.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns schnell auf die Suche nach dem Material begeben. Mit oder ohne deine Freunde. Sie hörten Rick Future, Episode 12, Seelenkrieg. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future, Sven Matthias, Hubert, Ralf Sarge Pappas, Efi, Michelle Martin, Garlin, Tom Steinbrecher, Eva, Sabrina Heuer-Diakov, Jerk, Sascha Kiss, Ted, Ernst Dubitzky, Bren Jasra, Gordon Piedesack, Jessica, Tanja Niehoff, Bail, Aiga Kornemann, Eric, Andreas Bötel, LC89, Intro und Outro, Tim Gößler. Skript, Sven Matthias, Tim Gößler und Dane Rahlmeier. Produktion und Musik, Tim Gößler. Rick Future Theme, Erdenstern. Design und Illustration, Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gößler. Mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de. Hey Dad, ich habe keine Ahnung, ob du mich irgendwie empfängst. Da du mir leider keine Visitenkarte zurückgelassen hast, dachte ich mir, ich probiere es über die alte Interforce-Frequenz. Du hast es vielleicht bemerkt. Ich bin auf Kantos nicht gestorben. Danke dafür. Du hast mir die Haut gerettet und das weiß ich zu schätzen. Efi geht es auch wieder gut. Gott sei Dank. Sie hat uns gebeten, Kurs Richtung Oludan zu setzen. Eigentlich haben wir keine Zeit dafür. Cassandra und Solid brauchen unsere Hilfe und es ist meine Schuld. Aber wahrscheinlich weißt du das auch längst. Oder deine xolidischen Kumpels. Wir haben noch immer keinen Anhaltspunkt, wo wir die beiden finden. Und von Huggins kam diesbezüglich bis jetzt nur Funkstille. Wir können also nichts anderes tun, als abzuwarten. Ich hasse dieses Gefühl. Ich will etwas tun, verdammt nochmal. Also fliegen wir nach Oludan. Auch wenn wir wieder mal keine Ahnung haben, was uns dort erwartet. Zumindest scheint es Efi glücklich zu machen und naja, das bedeutet mir viel. Sie bedeutet mir viel. Ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, wie unser Leben wohl aussehen würde, wenn sie ein Mensch wäre und die Sache mit Khan, mit Cassandra, dieser transtemporale Kram, von dem du mir erzählt hast. Alles ist so verdammt kompliziert geworden. Ich sehne mich nach der guten alten Zeit, als wir einfach drauf losgeflogen sind, auf der Suche nach Abenteuern und ein paar Galax. Jetzt ist nichts mehr einfach. Egal. Wir können nur unser Bestes geben und hoffen, dass wir mit heiler Haut davonkommen. Du hast es ja selbst gesagt. Du wirst uns nicht mehr helfen können. Aber soll ich dir was sagen? Das musst du auch nicht. Selbst wenn du noch eine Möglichkeit finden solltest, mal wieder vorbeizuschauen. Spar dir die Mühe. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.
ich hatte mir unser Wiedersehen ganz anders vorgestellt. Aber die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Deshalb, leb wohl, Dad. Ich hoffe, deine große Mission ist es wert. Ich habe meine eigenen Schlachten zu schlagen, wie du weißt. Und ich... Ach, was soll das Ganze überhaupt? Du hörst mich gar nicht, oder? Ich rede hier nur mit mir selbst. Naja, dafür weiß ich wenigstens, woran ich bin. Rick Future. Ende.